Ladies and gentlemen, Swiss Environment Minister Moritz Leuenberger, he will speak in German. Yeah. Thank you very much. Zu Ihnen offenbar. Also, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu einem ersten Kommentar von mir zu dieser Session, die gerade hinter uns liegt. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt auch alles gehört haben, was da gesagt wurde. Ja, dieselbe Veranstaltung hat ja vor einem Jahr stattgefunden. Ban Ki-moon hat schon damals die Staatschefs zu einem Klimagipfel vor der UNO-Generalversammlung eingeladen. Der große Unterschied heute zu vor einem Jahr besteht eigentlich darin, dass die Verbindlichkeit außerordentlich zugenommen hat. Erstens mal sind sehr viel mehr Staatspräsidenten hier gewesen. Vor einem Jahr hatte es praktisch keine. Es hatte einige Umweltminister und auch sie waren nicht alle da. Heute haben allein schon in den Auftritten, Sie haben gesehen, Präsident Barack Obama hat gesprochen, Sarkozy hat gesprochen, der Präsident der Europäischen Union, der schwedische Premierminister hat gesprochen. Also die Präsenz ist sehr, sehr viel stärker. Und wenn Sie die Voten analysieren, sehen Sie auch, dass nicht nur die rhetorischen Kraftakte, die waren schon vor einem Jahr da, Schwarzenegger hat seine ganze physische Kraft in Rhetorik umgesetzt, das war alles auch schon da, aber die verbindlichen Zusagen einzelner Länder sind merklich stärker geworden im Hinblick auf Kopenhagen. Das betrifft insbesondere Japan, aber auch China, wobei und natürlich vor allem die Europäische Union, welche sich als einzige für eine Reduktion um 20% einsetzt, unabhängig davon, was andere Länder beschließen werden. Die Schweiz hat hier dieselbe Position. Und ich kann feststellen, dass die Europäische Union und diejenigen, die mit ihr das abgemacht haben, sicher die verbindlichsten Erklärungen heute abgegeben haben. Wenn wir die Position von Japan ansehen, können wir sehen, dass hier auch ein ganz großer Schritt gemacht wurde. Wenn man aber genau hinhört, ist diese Verbindlichkeit auch noch daran geknüpft, ob andere Länder mitmachen oder nicht. Da ist noch einiges offen. China und die USA sind sicher die wichtigsten Player im Hinblick auf Kopenhagen. Sie kommen mir doch noch vor wie zwei Katzen, die um den heißen Brei herumlaufen und sich gegenseitig beobachten. Die definitive Entscheidung wird in Kopenhagen fallen. Trotz der gewaltigen Worte, die hier geäußert wurden, wissen wir noch nicht genau, was in Kopenhagen kommen wird. Es ist abzusehen, dass die Frage der Finanzierung, der Adaption, die wichtigere Frage wird als diejenige der Absenkung. Bis jetzt ist hauptsächlich über die Absenkung gesprochen worden. Langsam verdrängt die Adaption, die Mitigation. Und so wird wahrscheinlich über diese Frage sehr viel intensiver in Kopenhagen gesprochen. Es steht für mich außer Zweifel, dass in Kopenhagen eine Verlängerung des Kyoto-Abkommens, das 2012 endet, beschlossen werden wird. Aber in welchem Umfang, das können wir noch nicht sagen. Hier bleibt in der Weltöffentlichkeit eben doch noch ein langer Weg zu gehen. Das haben wir auch heute gehört. Also, wir hoffen, aber Hoffnung heißt auch auf die Hoffnung hinarbeiten. Und diese politische Arbeit wird bis Kopenhagen weiterhin geleistet werden müssen. Jetzt kenne ich da die UNO-Regeln nicht, also es kommt mir alles. Stellen Sie jetzt Fragen oder gebe ich einzelne Interviews und so, gut.